herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von El Magi reagiert auf virale Videos. Genau, Freunde, wenn ihr noch in der Magi-Gang seid, mein Name ist El Magi und jetzt abonniert diesen Kanal. Let's go mit viralen Clips. Yeah, that looked like it hurt. Aua. Sein armer Kopf. Okay, was haben wir hier? Ein Pelikan, der einen Vogel frisst. Lass doch den schluckt jetzt. Hat den runtergeschluckt. Oh mein Gott, Folierung ist so satisfying. Ich frag mich, bis heute geht es nicht in meinen Kopf, Leute, wie diese Autos so perfekt foliert werden können. That car looks expensive. Oh nein, das ist unsatisfying. Not in a literal medical sense, but I don't live without it. And it's very convenient. Hä? War das gerade? Ist das? War das eine Waschmaschine oder was war das, Freunde? Hä? Oh, nice catch. Okay, das, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass nur eine Hand vorhanden war. Okay, dann ist schwierig, den Ball zu fangen. Oh, diese Teppichvideos, ne? Ich könnte mir den ganzen Tag angucken. Aber manche Teppiche sind so dreckig, da denke ich so, Bro, kauf dir einfach einen neuen Teppich. Es ist okay, wenn du dir einen neuen Teppich kaufst. Du musst jetzt nicht dein ultra Folge, dicksten Folge, kackerten Folge so für 30.000 Euro reinigen, sondern kauf einfach einen neuen. Das verstehe ich nicht. Aber okay, wenn das irgendwelche krassen Teppiche mit Erinnerungen sind oder Antike und so eine Wäsche. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Ich war noch nie bei einem Teppichwascher. Ich war da noch nie, ja? Ja. Ich muss da, glaube ich, auch nie hin. Ja, wenn der Teppich eklig und dreckig ist, so, dann hole ich mir einfach einen neuen. Okay, was haben wir hier? Snelly Snails. Oh mein Gott, das ist okay, das ist keine Schnecke, das ist so ein Parasit. Das sind diese ekligen Parasiten, die leben auch so in Garnelen drin. Warum gibt es sowas? Gott, was erfindet der? Geil, findet Menschen. Ja, okay, hätte er auch ein bisschen besser und netter gestalten können. Er erfindet Schokolade, ja. Natur, Obst, Tiere, wie geil ist das denn? Parasiten! Junge, lass die doch raus, Junge! Das Parasiten doch einfach aus dem Spiel, die braucht keiner. Spinnen und ein paar Insekten könnte man auch noch rauslassen, so, aber ich... Oh mein Gott, ich... Oder die Dasselfliege, die Botfly, kennt ihr die? Habe ich ja letztes Mal darauf reagiert, die legt ihre Eier einfach unter der Haut. Bei Menschen ganz, ganz selten. Kommt aber auch mal vor, meistens bei so Eichhörnchen oder bei Hasen. Und dann leben diese Larven, leben unter der Haut. Ich meine, wie eklig ist das denn? Und ich weiß auch nicht, mein Gott, Junge Gott, was hast du denn dabei gedacht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Are you guys ready for the steepest slide in the world? Ich glaube, ich habe mal irgendein Wasserrutschvideo schon darauf reagiert. Die ist in Brasilien oder so, glaube ich. Okay, was sind das die? Sind das die Bremer Stadtmusikanten nur mit... Was war das denn? Okay. Das waren die Bremer Stadtmusikanten nur mit männlicher Edition und das waren keine Musikanten, sondern nackte Typen, die einfach aufeinander hocken. So I have silicone implants. Oh nein, die hat eine Hand-OP. Oh nein, ich habe schon alles gesehen. Voll gepierste Menschen oder Menschen mit einer gespalteten Zunge oder mit diesen, wenn die so Hörnchen hier unter der Stirn haben, unter der Haut. Okay, die macht das neue Level, ja, die macht so Striche darunter. Ist das aus Silikon wahrscheinlich, ne? I got them done at my local Claire's, so if you want them, you can go there as well. I feel like dope. Ja, dann mach das doch über deinen ganzen Rücken, dann siehst du aus wie eine Echse. Dann siehst du aus wie eine Eidechse. Denn siehst du aus wie eine Eidechse. Ist die Frage nur, ob man so aussehen will. Genau. Als nächstes, Freunde, haben wir hier diese... diese Hüpfburg, wo diese Kinder spielen. Es sieht sehr abgeranzt aus. Ja. Macht der... warum kommt da ein Killer-Clown aus dieser Hüpfburg? Vor allem hat der das gerade alles kaputt gemacht. Er hat die aufgeschnitten. Die bricht jetzt ein. Weil... Warum habe ich Angst vor Clowns? Warum sollten eigentlich Clowns lustig sein und harmlos sein, aber ich habe ultra Angst vor Clowns? Oh mein Gott. Man sieht auch null die Augen. What are you doing? Was macht der jetzt? Oh mein Gott. Er hat einen Lippenstift aus der Tasche. Dann muss er natürlich erstmal so machen. Und die Frau bleibt an der Scheibe stehen und filmt ihn so. Es würden alle Menschen würden laufen. Oh mein Gott.
Weil er kann ja auch locker mal eine Scheibe einschlagen. Writing? I know. He's writing, I know where you. I know where you live. Ich weiß, wo du wohnst. Ja, Digga, du bist ja auch gerade da. Also das hättest du, das wüsste ich auch, wenn du das jetzt einfach so nicht raufgeschrieben hättest, weil du bist ja direkt gerade vor unserer Tür, also musst du ja auch wissen. Da würde ich eine sachliche Diskussion mit dem Clown führen, ja, da würde ich sagen, natürlich, wir stehen jetzt auch gerade Auge vor Auge und das ist natürlich selbstverständlich auch, dass du jetzt weißt, dass ich hier wohne und so weiter, ne? Also so eine Scheibe, ich weiß auch nicht, warum so ein Killer-Clown so eine, von so einer Scheibe gehindert wird. Okay, und Liv hat er durchgestrichen. Okay, und jetzt? Get out of here! Get out of here, hau hier ab. Go! Ja, das macht dem natürlich Angst. Das macht so einem Killer-Clown natürlich auch Angst. Okay, und jetzt läuft er weg. Naja, wenn man Go schreit zu einem... Jetzt hat er die ganze Hüpfburg kaputt gemacht. So that clown. Wenn man Go natürlich schreit oder Geh, dann macht man das natürlich auch als Killer-Clown. Ja, da kriegt man natürlich direkt Respekt. Absoluter Ehrenmann. Okay, wir machen kurze Grüße, bevor es weitergeht. Grüße geht raus an die Magix, an das Kanal mit Miak Minecraft, an JE und an Ente335. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, schreib einfach einen lieben Kommentar. Und mit etwas Glück bist du auch dabei. Okay, es geht weiter, Freunde. Okay, dieser Block. Ist das Käse? Sag nicht, du magst auch. Kennt ihr diesen Clip von dieser TV-Show? Sag nicht, du magst auch Käse. Denn bist du jetzt ja mein Käsetiger. Arrrr. Okay, hier sehen wir, wie ein Tattoo weggelasert wird. Wie funktioniert das? Lasert das einfach die oberste Hautschicht weg? Oder wie funktioniert das so krass? Ich meine, das ist Tinte unter der Haut. Look, y'all really think he look like Steve Harvey? Oh nein, der Arme. Ey, auch selbst heute fallen noch Leute auf diesen Filter rein. Oh mein Gott, das ist so schön. Das ist so schön. Der Brudi, der hat einfach das ganze Display abgerissen. Das war leider keine Folie, Bro. Das war leider keine Folie. Einfach auch beim Bildschirm einfach den ganzen Display so abreißen. Okay, was ist das? Ah, das ist so eine Teppichmaschine, die so Teppich... Okay, das muss auch Spaß machen, damit zu fahren. Ja. Oh nein. Okay, das ist Absicht, glaube ich. Ich habe im ersten Moment gerade gedacht, wenn versehen. Oh nein, ein eingewachsenes Haar. Okay, that looks like an ingrown hair. Ja, ist auch ein... Das sieht nicht so aus, das ist ein eingewachsenes Haar. Kollege Schnüsch. Autsch. Das ist ein langer Oschi. Boah, wenn ich eins hätte, ne, ich würde mir das so schnell rausziehen, weil das ist auch ein bisschen satisfying so. Aber das ist genauso wie mit Pickeln so. Manchmal frage ich mich, wie lange warten die Leute damit, bis sie den ausdrucken oder bis sie das Haar ziehen? Ich denke mir, mach das doch einfach ein bisschen früher. Ja, wenn man den Pickel schon sieht. Nein, die machen das erst, wenn das so eine Beule ist. Ich meine, du bist ja nur monatelang damit im Gesicht rumgelaufen. Oh mein Gott, einfach ein foliertes Auto, kann man einfach die Folie abreißen. Kann man das so? Kann man das auch so an einem normalen Mercedes-Benz AMG? Hello, baby. Boing. Baby. Oh, Bro, damit kriegst du jede Lady. Oder Löwe? Aber sicher. Auf jeden Fall kriegt er damit jede Lady, meine Damen und Herren. Card to this custom gold metal card. Ja, das ist krass. Da kann man einfach Karten schicken. Ich habe das auch überlegt, weil das sieht geil aus, so eine goldene Karte. Aber wisst ihr was? Die haben danach einfach meine Bankkarte. Ich will meine Bankkarte nicht zu irgendwelchen fremden Leuten schicken. Deswegen kann ich nur sagen, schickt nirgendwo eure Bankkarte oder wichtige Karten hin, wenn ihr nicht hundertprozentig sicher seid, wer dahinter steckt, ja? Deswegen habe ich das am Ende auch gelassen, ja? Ja. Die Schlange häutet sich. Oh mein Gott, das muss so gut tun, glaube ich, dieser Schlange. Achtung, der Mond fliegt auf. Ja, ja, das ist der Mond. Der kommt gerade auf die Erde zugeschaltet. Stell dir mal vor, was das für ein Szenario. Oh, er liegt da so. Oh, nicht schon wieder fliegt der Mond auf die Erde zu. Mann, ich hab's satt. Aber wie geil ist das gemacht? Das ist smooth back out. Okay. Was? I just bought. Bitte? Wie? Bitte? Das wäre jetzt zu viel für Magis gehen. The world's most insane flashlight. Mhm. It easily lights up my bedroom, but that's not even the coolest. Ja, part. Ja. Es gibt so kranke Taschenlappen. Moons, which means if you put it up to paper, I can't look at this, but I think it's gonna be smoking. That is strong. Was? Wo kriegt man so eine Taschenlampe her?
Und vor allem, wie schnell sind die Batterien leer? Oder was für Batterien braucht man dafür, ist die Frage. Wie geil sind die... What is it? Doggo, ist alles klar bei dir? Ja. Freunde, Daumen jetzt sofort da runterlassen. Ich würde sagen, die 5000 Likes smashen wir auf jeden Fall voll. Hier abonnierst du auch mein Instagram, hier meinen YouTube-Kanal. Und hier sind zwei andere coole Videos. Klickt ihr auf jeden Fall durch. Es gibt sehr viele coole Videos auf meinem Kanal. Ich sage danke fürs Anschauen und bis morgen zu einem neuen Video. Haut rein, ciao, ciao, euer El Marco.